Okay, wir könnten sagen, dass er uns belästigt. Ja, also bezüglich unseres geistigen Zustands. Ich lese dir mal vor, dass es längere sind. Ich will ja nichts sagen, aber wie steht es eigentlich mit dem Einhalten eurer eigenen Maßstäbe? Mir scheint, ihr weicht ziemlich davon ab, wenn ihr Fremde bezüglich ihres geistigen Zustands belästigt. Eigentlich sogar, also das war das erste. Zweitens, eigentlich sogar ziemlich verzweifelt. Kennt ihr vielleicht den Weg zum freundlichen Arm? Man hat mir gesagt, dass ich dort vielleicht ein paar Freunde treffe. Und ich bin nicht so dumm, irgendwo im Niemandsland auf Fremde zu hören, so gebrechlich sie auch sein scheinen. Fort mit euch. Nein, ich nehme das Zweite. Also wir sind ziemlich verzweifelt und suchen den Weg. Also er sagt, das würde ich tun. Das Wirtshaus ist nur einen kurzen Weg von hier im Norden. Und seine Türen stehen allen offen. Ich zweifle nicht, dass eure Freunde dort sind und euch mit offenen Armen erwarten. Seid meines Mitleids versichert, wenn euch die Strapazen der Straße zu sehr zugesetzt haben. Ich bin jedoch sicher, dass sich alles zum Besten wenden wird. Nun habe ich aber genug eure Zeit verschwendet und schon zu viel gesagt. Ich werde meinen Abschied nehmen und wünsche euch das Beste. So, wir haben Weg des Löwen gefunden. Kerzenburg ist im Nichts leichter Westen. als das. Und wir haben einen Tagebucheintrag. Ich habe auf der Straße zum freundlichen Arm einen seltsamen Mann kennengelernt. Er schien an mir interessiert, doch ich weiß nicht warum. Er war ein bisschen eigenartig. Naja, das sollte ich über mich selber auch sagen. Gut, neuer Kreischling. Also die Krankenkreisschlinge sind zum Glück relativ harmlos. Und hier ist das Wegekreuz, von dem der andere Mann gesprochen hat. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Dort wartet noch ein Kreischling auf uns, der schon tot ist. So, das sagt Küstenweg. Das Wirtshaus im freundlichen Arm im Norden, Berikost im Süden. Der Weg des Löwen westlich von Kerzenburg. Okay. Das heißt, wir können hier nach Norden gehen. Und uns dicht beim Weg halten wäre das Beste, obwohl wir können dieses kleine Gebietchen hier erkunden. Ob es was in der Richtung noch gibt. Und vielleicht treffen wir unterwegs noch jemanden. Also ja, ich gehe ein Stück querfeldein jetzt. Mal kurz vor der Straße weg. Versuche den Wolf hier loszuwerden. Und sehe mich hier an dem Stück noch weiter um. Und Imoen hat was Das ist ja gefunden. ein komischer Kauz, denn ich Da verschwinde in dem jetzt. Stein. Tatsächlich, da liegt ein Ring und der scheint sogar magisch zu sein. Den gebe ich mal an Talisa weiter. Das ist nämlich, ja, ein Plus-1-Ring. Hier beinahe unter meiner Würde. Also Rüstungsklasse Plus-1. So. Ja, rollenspieltechnisch hat jetzt Imoen den Ring entdeckt und konnte auch was damit anfangen, auch wenn die Sagenkunde eigentlich nicht so hoch ist. Meinte sie auf jeden Fall, der Ring sei nicht verflucht. Er sieht jedenfalls nicht aus wie ein verfluchter Ring. Also ja, mit Sagenkunde meine ich die Überlieferung hier. Das heißt ja, in den neueren Teilen Sagenkunde oder sogar Legendenkunde wurde es mittlerweile getauft. Deswegen benutze ich gerne dieses Wort. So, hier können wir nach Norden schauen. Nach Westen wissen wir ja, was liegt. Und im Norden sehen wir schon den freundlichen Beinahe unter Arm. meiner Würde. Das ist gut, aber wir wollen zurück die Straße nehmen, damit wir uns auf dem Weg zum Arm nicht verlaufen. Ja, ich denke mal, so nah wie wir am freundlichen Arm sind, halten sich die Räuber vielleicht etwas zurück. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problemchen. Genau, hier wäre die Straße. Hier haben wir noch einen Wegweiser. Hey, Kollege! Und hier haben wir sogar noch Hey, jemanden, Kollege! der uns auffällt. Sieht aus wie ein Waldläufer. Sei bitte etwas leiser, wenn es euch nichts ausmacht. Hier laufen Wesen herum, die besser hören als wir. Ihr scheint euch hier draußen recht heimisch zu fühlen. Was ist das Gefährlichste, was ihr jemals gesehen habt? Wovor sollte ich mich in dieser Gegend in Acht nehmen?
Oder wir können die Wesen provozieren. Nein, das machen wir nicht. Wovor sollte ich mich in dieser Gegend in Acht nehmen? Hier in der Gegend. Da würde ich mir keine großen Sorgen machen. Wenn ihr nicht völlig hirnlos seid und auf alles losgeht, was ihr seht. Meistens rennen hier Kreisschlinge herum, aber die machen kaum Ärger. Ein guter Bogen und ein fähiger Schwerdarm wären mit ihnen mit einem oder zwei schon fertig. Mit mehr sogar, wenn ihr Unterstützung von Magiern oder Priestern habt. In letzter Zeit sind die Wölfe ein bisschen gefährlicher. Wahrscheinlich liegt es daran, dass jetzt mehr Leute für ihren Lebensunterhalt jagen, weil sie wegen der Eisenknappheit keine Arbeit mehr haben. Mit einem hungrigen Wolf ist nicht zu spaßen und ich an eurer Stelle würde nicht alleine reisen. Ja, machen wir auch nicht. Gut. Wir hätten ihn natürlich auch fragen können, was das Gefährlichste ist, was er jemals gesehen hat, aber ob uns das hier viel bringt? Nö. Nach Süden wollen wir später. Dann gehen wir einfach hier nochmal den Weg hier, machen, decken das hier auf. Das hier lassen wir mal gut sein. Wir wollen jetzt erstmal in den freundlichen Arm kommen. Jetzt, wo wir wissen, wo er ist. Ja, ich mag diese schicken Videos. Okay, der freundliche Arm war doch ganze 8 Stunden weit weg. Und es ist Nacht, als wir ankommen. Schlaf. Und ja, das ist auch eine Besonderheit von Baldur's Gate. Unsere Charaktere können müde werden. Also Talisa ist es schon mal. Imoen scheint noch etwas vorzuhalten. Und hier ist der freundliche Arm. Jedenfalls der Eingang dazu mit Zugbrücke. Der Burggraben scheint ausgetrocknet zu sein. Beziehungsweise hier scheint es so eine Art Klippe zu geben. Ist schwierig zu erkennen, ob das ein Burggraben sein soll. Jedenfalls ist der freundliche Abend wohl kein einfaches Gasthaus, sondern eine Festung. Mit Wachen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Herzlich willkommen im freundlichen Abend. Ich schätze, ihr kennt die Verhaltensregeln hier. Sicher, im freundlichen Arm wird alles mit gesundem Menschenverstand erschienen. Es gibt Regeln, was für Regeln? Ich weiß, welche Regeln meinen Zwecken dienen und welche nicht. Nee, das nehmen wir nicht, sonst machen wir uns gleich unbeliebt. Es gibt Regeln, was für Regeln? Nun ja, Regeln mag ein wenig zu offiziell klingen. Es ist ein ungeschriebenes, aber allgemein anerkanntes Gesetz, dass man sich hier drin zu allen anderen Gästen ausgesprochen zivilisiert verhält. Dies hier ist neutraler Boden und sämtliche Geräusche ist am Eingang abzulegen. Wenn es Ärger gibt, fliegt ihr raus. Ich wünsche euch viel Spaß. Also wir dürfen hier drin keinen Kampf provozieren, sonst geht uns die Wachen auf die Nerven, sozusagen. Wir wollen erstmal ins Gasthaus selber kommen. Also, wie man aus dem Video gerade gesehen hat, wird das Gasthaus wohl das große Gebäude gleich sein. Genau das hier. Wir folgen jetzt einfach mal dem Weg am Gebäude entlang, auch wenn das hier eher das Grüne ist, der Weg. Ja, latschen wir über die Grünfläche. Und man sieht, hier sind sehr viele Wachen unterwegs. Hallo, mein Freund. Und wir werden schon wieder angehalten. Hallo, Freunde. Ich habe euch noch nie gesehen. Was führt euch in den freundlichen Namen? Eigentlich nicht viele, nur erschöpfte Reisende auf der Suche nach einem Platz zum Ausruhen. Ich bin hier, um ein paar Freunde zu treffen und das geht euch nichts an. Ich bin hier, um ein paar Freunde zu treffen. Oh, da seid ihr diejenige, die ich treffen soll. Ich bringe euch zu euren Freunden. Muss mich aber vergewissern, dass ihr die Richtigen seid. Heißt ihr Talisa? Oh ja, das ist es. Sehr gut. Da seid ihr wirklich die, die ich suche. Einen Moment noch, ja? Und er greift uns an. Was wollt ihr? Und er sieht aus wie ein... Naja, es ist schlecht zu sehen, aber er sieht aus wie ein Magier. Also werden wir ihn gleich mal unterbrechen. Ja. Bevor er uns viert eigentlich. Und tötet.
Okay. Können wir gleich mal das Autosave laden. Was? Nichts leichter als das. Und in den freundlichen Arm reisen. Das könnten wir theoretisch überspringen, wenn ich wüsste, wie es geht. Beinahe unter meiner Würde. Und ja, ich möchte nicht zu oft Quicksaves benutzen eigentlich. Mich eher aufs Autosave verlassen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Machen wir das nochmal kurz. So. Möchte mich eigentlich nicht so sehr auf die Quicksaves verlassen. Aber ich glaube, in dem Fall mache ich einfach noch dieses Mal einen. Hallo, ihr da. Ja, der da hat uns gerade angesprochen. Man kann nicht mal mehr sicher nach Naschke reisen. Ich hänge seit Wochen hier fest. Kann nur rumsitzen und trinken. Nicht, dass es anderswo viel anders täte, aber ich hätte zumindest gerne die Wahl. Okay. Also benutze ich mal kurz einen Quicksave. An dieser Stelle hier. Und hoffe eigentlich, dass ich jetzt nicht gleich wieder gefiert werde. Hallo, mein Freund. Ich gehe am besten dieses Mal ein paar Meter zurück, dass ich ihn im Licht sehe. Ich möchte ein paar Freunde treffen, das ist es, ja. Und jetzt wird er aggressiv. Das ist ja ein komischer Kauz. So, jetzt hauen gleich mal mehrere Waffen auf ihn ein. Und ja, ich merk gerade, dass wir ein Problem haben. Was? Nämlich unsere Hauptwaffe ist zerbrochen. Die Eisenkrise, die die Schwertküste heimsucht, kennt schon anscheinend kein Erbarmen. Diese einst so kostbare Waffe liegt nun als ein Haufen Metallscherben vor euch. Ja, können wir ablegen, denn diese Waffe ist total useless geworden. Nichts leichter als das. Aber wir können ihn plündern. Er hat schon mal ein paar nette Zaubersprüche. Und eine Schriftrolle. Die Stabschleuder brauchen wir nicht, obwohl die nehmen wir einfach mal doch mit. Wir können sie immer noch wegwerfen. Kopfgeld ausgesetzt. Wer Böses im Schilde führt, sei informiert, dass Talisa, das Pflegekind von Gawain, ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Diese Person wurde zuletzt im Raum Kerzenburg gesehen und muss schleunigst beseitigt werden. Wer mit einem Beweis für seine Tat zurückkehrt, wird mit nicht weniger als 200 Goldmünzen belohnt. Wie immer gilt, wer diese Pläne den Hütern des Gesetzes zuträgt, wird das Schicksal des Ziels teilen. Also Verräter ja, werden gut. Gehängt. Gut. Wir wollen aber jetzt erst einmal den Arm besuchen. Und gucken, wenn wir hier so alles treffen. Mal kurz Pause machen, weil die mir viel zu viel rumlaufen. Also da wäre schon mal die Bardame. Alle anderen beinahe sehen wie, wie normal. Ganz Ohr. Das ist pfundig, so eine feine Seele zu treffen. Ja, wir werden schon wieder von jemandem angesprochen. Das wird uns noch häufiger passieren. Diese versperrten Straßen heutzutage sind wirklich das Letzte. Mein Onkel ist in Baldur's Tor und ich kann ihn nicht besuchen. Was tut euer Onkel? Ist ein Magier und ein mürrischer Alter obendrein. Hört auf den Namen Ragefast, obwohl wir ihn als Kinder immer Knurrhaut genannt haben. Ha. Immer wenn er uns dabei erwischt hat, hat er uns mit Rindenhaut beworfen, sodass wir alle braun angeschmiert und mit grünen Haaren herumliefen und für ein paar Stunden unheimlich lustig aussahen. Ja. Also Rindenhaut ist ein Zauber, den Druiden können normalerweise oder auch Kleriker. Wir können jetzt... Sucht euch einen Platz aus. Bitte, sucht euch einen Platz aus. Womit kann ich den? Ich hoffe, unser Lokal gefällt euch. Wir können erstmal mit der Bardame reden. Ich bin ganz Ohr. Wenn wir dich irgendwo festhängen. Ich bin ganz Ohr. Ich hoffe, unser Lokal gefällt euch. Willkommen im freundlichen Arm. Ihr hattet wohl eine anstrengende Reise.
Ja. Das ist eine Festung hier. Warum so viele Sicherheitskräfte? Ja, fragen wir das mal. Bentley wollte aus dem Wirtshaus einen Zufluchtsort für alle Reisenden machen. Jeder kann sich hier aufhalten, aber wir wollen keine Störenfriede in unserem Haus haben.